Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von RuneScape. Eines der letzten Parts für einen Monat oder so, weil ich habe momentan keinen Bock noch weiter zu zahlen, das Abo verlängern, aber ich werde das Abo dann wieder machen, sobald ich wieder Bock habe. Das liegt daran, dass ich momentan sehr viel Stress habe, keine Zeit habe, recht noch RuneScape aufzunehmen und dann noch viel aufzunehmen. Das Spiel bietet halt auch nicht ganz so das, die Sachen, die ich möchte. Aber sobald es wieder gewollt wird, sobald die Parts auch ein bisschen besser angekommen sind, mehr Leute das Projekt sehen und so, werde ich wieder weitermachen, aber für einen Monat werde ich jetzt Pause machen. Und ja, ich kann jederzeit dann wieder ein Abo machen. Aber jetzt werde ich es aber noch weiterspielen, bis das Abo fertig ist. Mal schauen, wie viel Part ich noch schaffe. Und ich schaue, dass ich jeden zweiten oder dritten Tag aufnehmen kann, damit ich eigentlich jeden Tag eine Folge habe oder so. Also, ja, das Quest-System gefällt mir einfach noch nicht so. Man hat hier die Abenteuer. Die kann man zum Beispiel eine auswählen, aber ja, ich glaube, der ruhelose Geist, der ist doch gut. Nein, nicht der. Ich wollte eine Quest machen, die hier ist. Wo ist das jetzt? Genau, das Herrenhaus von Draenor. Kann man irgendwie eine Quest machen, die dort ist. Was ist denn das? Verwirrung. Dann gehen wir mal dorthin. Vielleicht finden wir dann eine Quest dort. Können wir gut teleportieren oder so? Wir machen das mit dem Teleport aus Lumbridge. Lumbridge. Und werden jetzt wieder auf Nahkampf wechseln. Und machen die anderen Fähigkeiten später. Und Berserker würde ich jetzt nicht als erstes machen, weil den Umhang gibt es gar nicht mehr. Und die sehen sowieso besser aus, die nachfolgenden Umhänge. Hier wollte ich die Schwerter ausrüsten. So. Gut. Dann gehen wir mal nach dort oben. Vielleicht finden wir die Quest ja. Ich finde sie noch interessant. Also, das ist eigentlich eine der einzigen Quests, die mir noch geblieben sind. Was ist das für eine Kiste? Bank, Truhe, Quartiermeist. Nein, danke. Ja, das Geld ist die zweite Sache. Wir haben noch fast kein Geld. Wir müssen unbedingt mal ein bisschen kriegen. Ein bisschen. Kämpfen und dann die Trophäen und so verkaufen, weil ja mit Handwerk oder so bekommt man zu wenig also Geld. Man braucht überall, vor allem bei den ja, beim Hausbau zum Beispiel braucht man sehr viele Ansprechen, Veronika. Können Sie mir bitte helfen? Ich habe ein großes Problem. Meine Verlobte Ernst und ich sind an diesem Haus vorbeigekommen. Da wir uns verlaufen hatten, wollte Ernst im Haus nach dem Weg fragen.
Das war vor etwa einer Stunde. Das Haus steht ziemlich schaurig aus. Können Sie ihn für mich suchen? Ja, annehmen. Vielen, vielen Dank. Ich habe in einem Fenster im Obergeschoss Licht gesehen. Vielleicht sollte sie es dort zuerst versuchen. Also, dann machen wir diese Quest mit dem Ding am Hofe. Diese Anfängeraufgabe ist Teil der Lumbridge-Aufgabe. Öffnen. Oh Gott. Eine Ranke, die wehtut. Ist mir egal, wir gehen rein. So. Untersuchen, Bücherregal. Öffnen, Tür. Untersuche, Tisch. Bücherregal. Okay, ist nix. Untersuchen Flügel. Ein Flügel, wow. Sehr detailreich. Oho, hier ist ein Zombie. Den lassen wir in Ruhe. Wir wollten auf die Treppe. Ich wollte die Treppe benutzen. Hochsteigen. Und hier irgendwo war Licht. Hier ist ein Geist. Ja, toll. Hier hat es überall Geister. Öffnen. Wir könnten die Leiter hochsteigen. Machen wir das mal. Ich weiß nicht, wie stark die Geister sind. Hier ansprechen, Professor Ottenstein. Öffnen. Passen Sie auf, hier drin liegen viele gefährliche Maschinenteile herum. Ich suche nach einem gewissen Ernst. Ach ja, Ernst, ein echt super Kerl. Er hilft mir gerade bei meinen Experimenten. Sie wissen also, wo er ist? Ja, er ist das Huhn dort drüben. Ernst ist ein Huhn? Sind Sie sicher? Oh, normalerweise ist er kein Huhn, oder besser gesagt, er war kein Huhn, bis er mir dabei geholfen hat, meine Geflügelmorph-Maschine zu testen. Zuerst wollte ich die Maschine dem Umwandler nennen, aber jetzt, wo ich sie ausprobiert habe, scheint mir Geflügelmorph ein passender Name zu sein. Wenigstens hat sich Veronika nicht mit dem Huhn eingelassen. Verwandeln Sie ihn sofort zurück. So einfach ist das nicht. Meine Maschine ist kaputt und dieses Haus wird schon lange von Poltergeistern heimgesucht. Sie scheinen ihre Freude daran zu haben, meine Sachen zu verstecken. Und in diesem Fall die wichtigsten Teile meiner Maschinen. Ich kann die Teile ja suchen. Das wäre sehr hilfreich. Die Teile befinden sich irgendwo im Haus oder draußen auf dem Grundstück. Ich brauche meinen Druckmesser und einen Gummischlauch. Die Kobolde haben meine Ölkanne gestohlen. Die werde ich auch brauchen, um diese Maschine wieder zum Laufen zu bringen. Haben Sie irgendwo Ahnung, wo Sie sich befinden könnten? Es würde mich nicht überraschen, wenn Sie etwas in meinem Raum für IQ-Tests unterhalb des Hauses finden würden. Dort teste ich meine Kreationen aus. Ach ja, an Ihrer Stelle würde ich mich von dem Sarg im Keller fernhalten. Nicht mal die Poltergeister trauen sich in seine Nähe. Sollen wir den Sarg aufmachen? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie Angst, dass wir die guten Items verlieren. Holzcontainer. Also hier ist schon mal nichts. Gehen wir runter. Und schauen uns das mal an bei den Poltergeistern. Da muss doch irgendwo etwas sein. Fischfutter. Brauchen wir das Fischfutter? Ich glaube, das brauchen wir. Dann öffnen wir doch mal. Hier die Tür und besiegen den Poltergeist. Der ist Stufe 36, der ist zu stark. Ja, dann ist wahrscheinlich diese Aufgabe nicht so, noch nicht für uns. Ja, sorry, aber ich werde diese Quest noch nicht machen, weitermachen. Zuerst leveln wir ein bisschen.
aber es wird wahrscheinlich nicht so lange gehen. Dazu gehen wir, wo gehen wir hin? Barbarenlager. Ich will sie öffnen. Sie lässt sich nicht öffnen, wir sind gefangen. Wie kommen wir denn wieder raus? Hier kommen wir raus. Öffnen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir zum Barbarenlager gehen, aber es scheint schon. Gut, wir sind draußen. Jetzt will ich hier irgendwo rausgehen. Wahrscheinlich nur im Vorderausgang, aber ich will den Hintergang benutzen. Hier ist eine Guillotine, also ein Hängeteil. Eine Guillotine ist ja die mit dem Hackebeil und das ist ein Aufhängeseil. Hier ist der Geräteschuppe für die Landwirtschaft. Okay, schaffen wir die Wurzel hier? Untersuchen. Vorsicht, Baum schlägt aus. Gut, wir haben es geschafft. Und jetzt trainieren wir halt mal beim Barbarenlager Nahkampf. Ich wollte da noch umschalten. Dazu gehen wir auf Voreinstellung. Nein. Ich will die Skills trainieren. Fertigkeiten. Zusammenfassung. Haustier. Erfolge. Ich wollte die Animation, also die Nahkampf hier alles gemeinsam. Nicht Bestenlisten. Aktivitätsverlauf. Jetzt abstimmen. Was sollte den Schwierigkeitsgrad eines Abenteuers am meisten beeinflussen? Dies ist wichtig für die Kategorien bereits bestehender Abenteuer. Der Schwierigkeitsgrad sollte für die Rätsel. Ja. Das Spiel zählt auf Rätsel. Ja, okay, Voraussetzung ist klar, erste. Da wollte ich aber nicht nehmen. Und unser sind zweiter. Dritter. Okay, dritter Platz wenigstens. Unser also. Ich wollte die Ding anpassen. Nein, ich wollte... Kann die nicht runter tun? Ach Mist, irgendwie checke ich das Spiel noch nicht so ganz. Irgendwie konnte man auswählen, was man levelt. Ich will die nur hier runterziehen, geht aber nicht. Ach komm schon, hey. Wieso ist die Bedienung die größte Schwäche? Dann lassen wir es halt so, dann leveln wir halt nur Nahkampf und keine Verteidigung. So, hier drüben, was ist hier drüben? Wir gehen mal zu diesem Mann. Ist der das? Das ist aber eine Frau. Wo ist der Mann? Der ist da oben. Der ist hier drin, oder wo ist er? Der ist hier. Dogelbusch.
Blatt pflücken. Öffnen. Geht nicht. Okay, egal. Wir gehen jetzt dorthin, öffnen das Inventar wieder. Und jetzt haben wir hier einen Drogelblätter benutzen, fallen lassen, untersuchen. Dieses schmackhafte Kraut ist gut zum Würzen. Okay. Hier scheint das Barbarenlager zu sein, genau. Dann kämpfen wir mal gegen eine Frau hier. Ah, die sind Level 4. Die sind noch zu hoch. Wo können wir dann gut leveln? Ja, da müssen wir schon fast in die Höhle gehen, wo man gut leveln kann. Gehen wir mal dorthin. Oder wir könnten eigentlich mal ein paar Sachen herstellen bei Handwerk. Wir sammeln jetzt mal Lehm, genau. Weil es hier schon Lehm hat, sammeln wir Lehm und sammeln nachher Gold und so von diesem Platz, wo wir gerade vorher gesehen haben. Oder irgendwo anders, wo es mehr Gold und Lehm, Gold und so hat, Kohle. Ja, Schmied ist sowieso eine der besten Fähigkeiten in diesem Spiel. Und die ist immer noch irgendwie ein bisschen schlecht. Also es gibt nicht so wirklich die super Fähigkeiten wie bei Skyrim oder so. Aber immerhin. Also das Beste mit solchen Fähigkeiten-System ist momentan Minecraft auf einem Server. Der heißt Frozen Faction. Und da kann man leveln. So wie hier bei RuneScape durch Benutzung. Und da kann man zum Beispiel Fischer werden, da kann man Miner werden, da kann man Farmer werden und so weiter. So, bauen wir schön Lehm ab. Kann ich mal etwas erzählen? Ja, was ist als nächstes Projekt geplant? Ich weiß nicht, ob ich RuneScape wieder anfangen soll, aber das ist. Nicht RuneScape, Regnum. Aber das ist dann heikel, weil wir werden wahrscheinlich wieder gebannt dann. Und das ist nicht so gut. Weil die mögen nicht Multi-Accounts. Ich kann nichts anderes als Multi-Accounts machen, wenn ich euch die Reiche zeigen will und so. Und dann nehmen wir mal Ignis am besten. Aber ob das kommt, weiß ich nicht. Ob ich überhaupt Bock habe. Eigentlich habe ich schon Bock, weil es keine anderen besseren MMORPGs gibt mit solchem System, mit so einer Ausprägung zum zum Kampfsystem Action-Rollenspiel. Es gibt eigentlich gar keine guten Hack'n'Slay MMORPGs mehr außer Regnum. Und Rechnung ist jetzt wirklich nicht das Supergame. Ich gebe dem höchsten 60% ab, die Motivation ist so gut. Man ist einfach so extrem gewillt. Naja, ich versuch's mal. So, jetzt haben wir die Sachen. Und jetzt können wir
können wir eigentlich das Ding fallen lassen und dieses auch und nochmals zwei nehmen und dann gehen wir mal Handwerk machen. Ich weiß nicht, wie viel Sachen man herstellen kann aus Lehm, aber Handwerk tönt doch mal gut. So, jetzt frage ich mich nur, wo kann man das dann ausüben? Ich denke mal, das ist Baukunst. Wo war schon wieder? Genau hier. Handwerk, also ein Handwerkssymbol. Sollten wir suchen gehen. Ist aber nirgends. Dann gehen wir dorthin. Teleportieren. Taverly. So, dann können wir hier mal brennen, benutzen Töpfe offen. Wir müssen zuerst hier formen, aha. Wir brauchen weichen Ton, oh Gott. Benutzen mit Wasser. Igitt, wie sieht das aus? So, fertig. Und jetzt hier formen. Gut. Geht das nicht schneller? So, fertig. Ich will noch kurz schauen, was man sonst noch herstellen könnte dann. Eine Kuchenform, Schüssel, Pflanzenkübel, Topfdeckel. Benutzen Köche, Ofen. Ich möchte die noch brennen. Ah, das geht noch länger, langsamer. Ja, das ist halt ein Geduldsspiel und das mag ich ja nicht so. Ich habe kein Geduld irgendwie bei solchen Dingen, die immer gleich sind. Wiederholungen kacken mich an irgendwie. Aber ja. Schade, dass das Let's Play nicht so lang geworden ist. Aber eben, wenn es mir nicht gefällt und den Zuschauern auch nicht so ganz. Es kommt zwar, manche paar kommen gut an, manche nicht so. Ja, es fesselt halt euch wahrscheinlich auch nicht so. Ich schalte einfach zwischendurch mal ein, das kann ich verstehen. Und deshalb mache ich einfach mal Pause, aber das Projekt, das Let's Play, wird nicht abgehakt. Also es geht weiter, sobald ich Lust habe, sobald ihr Lust habt. Wenn ihr da nicht fragt, danach bittet und so weiter. So, wenn wir hier jetzt handeln, wie viel gibst du für die Töpfe? 1. Wie soll man dann Geld verdienen? Oh. Ja, okay.
Weg damit. Ich will jetzt meinen. Dazu gehen wir jetzt nach Varant, so wie das heißt. Nein, Varant ist ein Gothic. Ach egal, wir gehen jetzt in die große Stadt und gehen dann zu diesem Ort, wo ich meinte. Bank benutzen. Deponieren. 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 Ach, deponieren. So, dann haben wir genug. Eigentlich können wir das Fleisch auch deponieren. So, dann haben wir alles frei. Und jetzt gehen wir dorthin. Ah, falsche Taste. Wie heißt diese Stadt? Zeig mir mal, wie die Stadt heißt. Ja, zeigst du mir nicht. Ah, Varok. Ah, fast. Bin gar nicht mal so weit entfernt. Ich wusste, dass er etwas mit V war, aber nicht, wie es heißt ganz. So, jetzt werden wir hier mal Gold abbauen, wenn wir schon können. Oder können wir Eisen abbauen? 15. Stein mit Silbererz. Gold gibt's hier nicht. Ton. Ja, Silbererz können wir auch nicht. Ja, dann bleibt uns nichts übrig, als hier 10 abzubauen. Und Kupfer haben wir auch nicht. Das ist nicht gut. Wir könnten. Ja, hallo. Hier hingehen, aber das ist ein bisschen gefährlich da. Oder hier hin. Da gibt's Gold. Wir bauen jetzt zuerst mal 10 ab. Hat sie einen Ofen? Man sieht es nicht. Ah, egal. Und irgendwie passiert nichts. Ach komm, machen wir das nächste Mal das. Und ja, vielleicht habe ich dann einen besseren Erdbauhügel-Zeugs gefunden. Und dann machen wir das dann dort. Und ja, also ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.